So, jetzt haben wir eben über die Gastronomie zum Beispiel in Berlin gesprochen. Angesichts der steigenden Corona-Zahlen stehen auch mehrere Weihnachtsmärkte wieder auf der Kippe bundesweit. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hält Weihnachtsmärkte, so wie zum Beispiel hier den Dresdner Striezelmarkt, in der jetzigen Situation sogar für nicht plan- und durchführbar. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder fordert, dass bei einer Absage des winterlichen Budenzaubers der Bund für finanzielle Schäden der Veranstalter einspringen müsse. Die nämlich haben schon alles eingekauft jetzt. Im vergangenen Jahr mussten viele Weihnachtsmärkte in Deutschland geschlossen bleiben. Damals, sage ich aber auch ganz klar, gab es allerdings auch keine Impfungen.